What the hell? How is this possible? This is insane! Und damit willkommen zurück zu Episode 4 von Zuma. In der letzten Episode haben wir uns mit einer Dame unterhalten aus der Station Theta oder so, Theta. Und da sollen wir hin. Und ich lasse jetzt einmal ein wenig die Atmosphäre wirken. Find the shuttle to Lambda. Wir sind unter Wasser. Warum sind wir unter Wasser? Wir sollen nach Lambda. Das ist eine Shuttle Station. Zeppelin Transport, okay? Das kann gut sein. Lambda oder Theta? Wo sollen wir hin? Okay, hier ist aber nichts. Geil! Ich weiß ja nicht, wie lange wir Luft haben, aber womöglich können wir doch vielleicht ist das japanisches Kanji oder ist das chinesisch? Fischies! Werden auch Haie kommen? Boah, wenn Wale kommen, das wäre ja so geil, ne? Ich denke mal, die Roboter können hier außen nicht sein. Aber unter Wasser lassen sich genug andere Bedrohungen finden. Keine Sorge. Okay, hier ist das. Nicht die Orientierung verlieren. Was ist das? Warum leuchtet das eine und das andere nicht? Hier ist so ein kaputter Roboter. Ich denke mir mal, weil da hatte ja ein Anzug gefehlt. Achso, dass hier der Raumanzug so ganz plötzlich erschienen ist, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass wir in einer Art Matrix sind. Ne? In so einer Scheinwelt, wo auch anscheinend andere Leute gefangen sind und irgendwie sowas. Gehe ich von aus. Kann natürlich alles anders sein. Wäre schon cooler, wenn es wirklich eine Apokalypse ist. Ich will zu dem Flugzeug, was ich gesehen hatte. Warum hat da ein bisschen Sonne geschienen und hier nicht? Was fährt denn da vorne? Hallo? Geht jetzt wieder Licht an. Er zeigt das nicht allzu viel. Da ist ja eben irgendwas gefahren. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The field. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the
power automated, right? The plant is safe. We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Aw, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Die Amy ist anscheinend die, die den Raumanzug da schon genommen hatte. Der ist auch schon unter... Oh, geil. Ins dunkle Etwas. Was wird sich dort verbergen? Was werden wir finden? Piss dich! Chunking-Driss. Ich hab gar kein Gel. Ab. Ah ja, hau ab. Ah! Oh! Lauf. Ja, dann ist ja schön, dass du das brauchst. Ich brauche nicht und ich hanne doch nicht. Dann mach dich fort. YB. Hoffentlich ist er uns freundlich gesinnt. Hat er ein Geschütz? Anscheinend. Was bringt uns das? Erschießt er uns jetzt? Oder beschützt er uns womöglich? Das kann sein, dass er uns beschützt. Wie cool ist das denn? Kann ich hier von unten rein? Der denn da? Okay. Unser Roboter, der soll uns beschützen. Unser Schiff.
Okay. Aha. Geht's weiter. Eine Shuttle-Station. Aha! Das ist kein Geschütz. Also wenn er... Thanks, little guy. Also wenn er das für uns öffnen kann, kann er dann auch dieses andere Tor für uns öffnen, was wir versucht haben zu öffnen? Naja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Vielleicht kann man ja erst zurück das öffnen, da extra Punkte erfahren. Aber ich hab mal meinen Schniss. Let's hope the shuttles still work. Willkommen auf der nächsten Station. Licht bitte! Oder auch nicht. Gehe ich erstmal in die Hocke. Ah, okay. Where did I get a flashlight? Der ist auf jeden Fall in irgendeiner Scheinwelt. So, dann sind wir jetzt anscheinend auf der Station angekommen, auf der wir sein sollten. Und werden dann jetzt einmal... Trusty? Komm in, Theta! Was? Ich kann... Where are you now? Trusty! I'm at the shuttle. But it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry. I'll fix it. Somehow. Okay. Yes, das ist anscheinend das Shuttle, dem die gefahren ist, was ja aber, so wie wir gehört haben, eh im Arsch ist. Daher wollen wir ja... Hier läuft es aber ganz schön flüssig, weil er nicht so viel darzustellen hat. Heimatziel! Wurde scheint Fracht gebracht. Ha? Pathos 2 Memo. Aufschlagsereignis. Am Montag des heutigen 12. Januar schlug der Komet Telos um 5.13 Uhr Ortszeit in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist eine der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurde. Alles deutet darauf hin, dass die Erdoberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Die einzigartige Position von Pathos 2 hat unserem Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Es kann zwar zu einigen Strukturschäden gekommen sein, jedoch wurden keine Todesfälle berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, was unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Theta wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pathos 2 und damit letztendlich der ganzen Menschheit zu besprechen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen in Kürze. Aufseher K. Vokuban. So. Gucken wir nochmal genau rein. Anscheinend ist ein Komet in den Pazifischen Ozean gestürzt. Telos.
Dieser Aufschlag ist einer der stärksten Konditionen, die jemals, bla bla. Die Erdoberfläche ist völlig verödet und da gibt es einfach kein Leben mehr. Das heißt, wir haben da unten in der Raumstation, in der Unterwasserstation überlebt. Aber trotzdem ist dann anscheinend irgendwas mit den Maschinen passiert. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way. Along with your dad. I'm guessing someone will help him send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just... I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted a picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Sind wir nicht Amy? Vielen Dank. Naja, also ich fand es jetzt nicht so gut geschauspielert, dass es mein Herz zerrüttet hat. Ja, ganz schön Funken geschlagen. So, trotzdem haben wir natürlich mein Beileid. Aber jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr. Zumindest wissen wir, dass ein Komet eingeschlagen ist und die Erde zerstört hat. Geil! Ich mag es ja nicht, dass wenn man so ein Apokalypsen-Szenario macht und dann überhaupt nicht durchblicken lässt, was da passiert ist. Wie in dem Film The Road. Ja, wenn ihn einer von euch kennt, da sieht man ja nur ein Schimmern. Das war's dann. Das war die Apokalypse. Ein Schimmern am Horizont. Was es jetzt war, es war ein langanhaltendes Schimmern. Ja, ein großer Brand. So, wollen wir uns mal tiefer in das Gewölbe begeben und gucken, ob wir diese Dame finden, der wir schon länger folgen. Ich gehe mal davon aus, dass wir die irgendwann als Roboter finden. Hallo, Madame. Ich gucke mich erstmal um, ne, falls du was dagegen hast. Ich nehme mir mal vorsichtshalber diesen Akkuschrauber. Oder muss ich erstmal... Hey. Are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Alter, was geht ab? Gott. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help, okay? Amy needs help. Lisa. Wenn ich kommen will. Okay. Aber, Entschuldigung. ja, gucken wir mal rein. Wir müssen Strom abschalten, tut mir leid. Shit, are you okay? Natürlich sind sie sicher. I don't know. I want to go home. Okay, Entschuldigung. Oder mal wieder rein. Du mal wieder rein! Dann muss ich das auch noch. Oh, fuck. Es war doch so klar. Nein! Und jetzt habe ich die Frau umgebracht, der Typ da eine Video. Ich hoffe mal, dass es wenigstens sein musste.
Scheiße. Ach, die scheiß Sicherheitssysteme, die brauche ich doch gar nicht. Die werden doch eh nichts bringen. Ach, jetzt haben wir da die Amy umgebracht. Also ich hoffe mal, das musste wirklich sein, um den Spielverlauf... Tut mir leid, Amy. So. Ach, mein Gott. Tut mir wirklich im Herzen weh. Gerade diese Liebesgeschichte, die wir vorher noch erfahren haben. Nee, ne? Ich hoffe wirklich, das musste sein. Oh Gott! Dieses Spiel! Das ist zu viel für den frühen Morgen. So, was sagt der Timer? Oh mein Gott. Ja. Also was auch immer das war. Oh Gott, was haben wir alles erlebt? Also wir wissen, ein Komet ist eingeschlagen, die Erde ist zerstört. Da kommen wir hier hin und bekommen, beziehungsweise vorher bekommen wir dann gesagt, ja, komm hier rüber. Ne? Dann ist halt, wurde das Ding mit Wasser geflutet und dann kam, hatten wir auf einmal einen Raumanzug an. Sind wahrscheinlich in irgendeiner Scheinwelt, aber wir wissen es trotzdem nicht so richtig. Und diese komischen Roboter, die Persönlichkeiten haben. Und dann kommen wir hin, verfolgen die ganze Zeit die Amy und dann liegt die Amy da. Und vorher haben wir die Videonachricht von dem Professor da bekommen. Professor, von diesem Mann, der Amy liebt und gerne das Haus mit ihr hätte und bla. Und dann müssen wir hingehen und Amy umbringen. Das Spiel nimmt einen mit. Das Spiel hat einiges zu bieten an Emotionen, an packenden Emotionen, die den Spieler erreichen, an Entscheidungen, an moralischen Entscheidungen und einer fantastischen Spielwelt, originellen Spielwelt, und bin sehr gespannt, wo uns dieses Shuttle hinbringen wird. Genau, dies sehen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen, Abo, Kommentar, wie es euch beliebt, teilt es mit euren Freunden, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.